Wir sind heute am späten Abend gegen 23.24 Uhr zu einem Verkehrsunfall VU2 alarmiert worden auf die Bundesstraße. Auf der Anfahrt hat die Leitstelle durchgegeben, dass es sich mutmaßlich um einen Frontalzusammenstoß zweier Pkw handelte und die Polizei sich bereits vor Ort befindet. Vor Ort hat sich die Lage bestätigt. Zwei verunfallte Pkw augenscheinlich frontal zusammengestoßen. Eine leicht verletzte Person konnte sich aus dem einen Unfallfahrzeug bereits befreien, wurde von der Polizei erst versorgt. Eine zweite Person befand sich eingeklemmt im zweiten Pkw im kritischen Zustand. Die Feuerwehr hat in Absprache mit dem Rettungsdienst die technischen Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu wurde ein hydraulischer Spreizer und eine hydraulische Schere eingesetzt. Wir haben eine große Seitenöffnung geschafft, um den Patienten durch die Notärztin versorgen lassen zu können. Und im Nachgang, aufgrund der Verschlechterung des Zustandes des Patienten, hat sich das Team zu einer Sofortrettung entschieden, diese dann durchgeführt. Alarmiert war der Löschzug der Berufsfeuerwehr von der Hauptfeuerwache Bad Cannstatt mit 12 Einsatzkräften. Ja, die Polizei hat uns im Rahmen der Amtshilfe gebeten, die Einsatzstelle für die weiteren Ermittlungsmaßnahmen noch auszuleuchten. Ja, also solche schweren Verkehrsunfälle kommen nicht besonders häufig vor, aber das gibt es schon natürlich bei den entsprechenden Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden.